Moment, behindert? Ja. Hallöchen, Puppelchen, und herzlich willkommen zu diesem behindert? Livestream. Es wird nur ein kleiner Livestream, keiner von Bedeutung. Hallöchen, Puppelchen, und herzlich willkommen zu diesem ein Erklärungsstream. Ein kleiner Livestream, keiner von Bedeutung. Warum höre ich mich doppelt? Es ist nur ein Dreifach. Ah, okay. Ein Erklärungsstream für einen Freund von Pepo mir, beziehungsweise Ole Jakob. Der eine oder andere kennt ihn aus den GTA-Streams. Und jetzt wollen wir das Spiel ein bisschen schmackhaft machen und Sahne um den Mund schmieren. Und um den Sack. Warum denn das? Das glaube ich nicht, vielleicht. Das ist gut für ihn. Meinst du? Weiß ich nicht. Okay, na, wie auch immer. Spieltempo machen wir normal, wa? Ja. Und dann würde ich sagen, machen wir eine 12er Karte. Das heißt 3 gegen 3 gegen 3 gegen 3 oder 6 gegen 6? Lass 6 gegen 6 machen. Komm schon, wenn dann richtiges Gefetze. Okay, Digga, dann machen wir. Dann machen wir richtiges Gefetze. Dann machen wir jetzt auf schnell. Ach nee, Quatsch, komm, wir machen Spieltempo normal. Ich glaube, das Spiel weiß schon ungefähr so, wie es die Leute da einschätzen muss. So, erstellen. Normal, Pepe. Also unter Pepe ist es wieder. Du hast Pepe verlassen. Du bist Pepe beigetreten. So, ich mach Menschen. So, dann mache ich. Füge ich Computer hinzu. Computer. 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 Kai von 12, Digga. Dani Kürmes. Dann mach dich mal Team 1, damit ich die Computer alle durchrattern kann. Computer. 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 Mensch, hier sind aber viele Bots. Okay. So, dann mache ich einfach die Seite. Team 1. Team 1. Team 1. Team 1. Ach ja, stimmt. Wir wollten ja 6 gegen 6, wa? Ja. So. Moment. Wir können auch 6 gegen 1 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 machen. Wir können auch einfach 11 gegen 1 machen. Was? Wollen wir machen? Ja, okay. Digga, lass machen. Aber damit der. Aber damit es ein bisschen fair ist für ihn, machen wir ihn auf irrsinnig und 100% Schaden. Und unsere lassen wir einfach auf. Ja, komm, unsere machen wir auf leicht. Ich glaube, sonst ist das Spiel ein bisschen zu unfair. Ja, ach ja, wir wollten ja Nachtelf machen, stimmt. Sorry, ich hab's vergessen. Alles so, Pepe, dann. Ja. Das wird so bescheuert einfach. Aber egal, legen wir mal los. Spiel starten. Man darf gespannt sein. Das sieht aus. geil, Alter. Ja, das ist. Vor allem, wie nah wir alle beieinander sind, Alter. Das ist halt wirklich so. Ach ja. Jakob, du musst dir dieses Spiel übrigens alleine deswegen kaufen, weil wir jetzt einen Stream für dich machen, ne? Das ist also, halt wirklich so, Digga. Das ist halt wirklich so. Jakob, jetzt machst noch, du auf YouTube oder auf Twitch eigentlich? Auf Twitch, aber ich lade es dann bei YouTube hoch. Okay. Weil das war mir irgendwie zu doof, dieses Multiplattform-Streamen. Da gab es irgendwie immer Probleme und über YouTube-Stream finde ich mittlerweile voll doof. Weil die haben da so viel Zeug verändert und jetzt macht es einfach gar keinen Bock mehr. Früher war es richtig einfach da. Aber jetzt ist so, also du kannst maximal 5 irgendwelche. Also Pepe 1 kannst du dir merken, egal bei welcher Klasse die du spielst, es gehen immer nur 5 Figuren in die Goldmine. Mehr brauchst du nicht, also mehr macht gar keinen Sinn. So ein theoretisch, wenn ich jetzt. Ich finde diese Öwe voll bekloppt, Alter. Sind das irgendwie einfach nur Lichter, die hier rum? Ja, das sind kleine. Boah, was waren das? Geister oder sowas? Ja, ich finde das voll witzig, dass das Baum ist, Alter. Irgendwie sowas in der Art. Und auf jeden Fall.
Wenn du jetzt auf deinen Baum des Lebens raufgehst und auf Entwurzeln gehst, kannst du deine Sachen einfach packen und dich verpissen mit dem Baum. Aber er ist halt brutal langsam, deswegen, also trotzdem irgendwie sehr geil, muss ich sagen. Ja, deswegen Goldmine durchwuchern und, ja gut, das war jetzt komplett useless, was ich hier gemacht habe. Aber egal. So, jetzt wurzelt er sich ein. Und jetzt mache ich ein paar Irrwiche. Das Gute ist, sammeln die auch Holz, ohne dass... Ja, die musst okay, du musst einfach nur zum Baum schicken. Und dann kriegst du ziemlich schnell Holz zusammen. Aber gut, das liegt halt daran, weil es Irrwiche sind. Die sind eben schnell. So, er durchwuchert die Goldmine noch. Na egal, dann fange ich schon mal an, hier irgendwas zu bauen. Mondbrunnen sind übrigens wie deine Baue oder Häuser oder sowas. Ja, ja. Also das hast du schon rausgefunden, okay. Ja. Mir wurde gerade gesagt, ich brauche Mondbrunnen. So, dann eine Jägerhalle. Ruf den Neger. Euer Gebäude ist fertig. Ist klar. Die Stimmen klingen ja richtig scheiße. Aber der Baum klingt geil, er ist schön tief. Nicht genügend Gold. Nicht genügend Gold! So, was machen unsere Team mit? Alter! Computer. Digga, Pepe, guck mal, was die Computer alles schon haben. Alter, Junge, wie schnell geht das bei denen? Bist du eigentlich Computer? Ich bin rechts oben in der Ecke. Ach, ganz oben? Tatsache, ja. Boah, Digga, wo bist du denn? Ich bin. Ja, wo bin ich eigentlich? Ich bin unten in der Mitte. Mondbrunnen. Der rote? Ah ja, rot, ja, ich sehe. Digga, das geht ja übelst flotti Karotti. Schöne ist ja, dass man dann nicht mal ein Hauptgebäude in der Nähe der Goldminen braucht. Das heißt, ich schicke jetzt einfach meine ganzen Dinger irgendwo hin. Und lässt die durchwuchern, ja. Ja. Und dann... Euer Gebäude ist fertig. Ja, keine Ahnung, wie es geht. Wie gesagt, Nachtelfen, Euer Gebäude ist fertig. Bin ich nicht so... ja. Durchfuchst. Okay. Alter, was?